Eine gefleckte Wiesenschnake. Richtig cool, wie sie da in den Seilen hängt. Also, oder auch hier. Also, richtig cool, wie die das kann. Ne? So locker. Ja, man sieht sie meistens nur so. Ja. Und sie sind eigentlich dämmerungsaktiv, darum hängen sie während des Tages auf den Blättern herum. Ja. Und sind auch schwierig zu filmen, weil man nicht weiß, wo man scharf stellen sollte. Auch die Paarung sehr lässig. Aber das ist die Beine, die sind ja, so lang. Ja, sie haben so lange Beine. Und schau mal, sie lässt ihn hangen. Aber auch cool, oder? Ja, das ja. obere Bein so. Es ist erstaunlich. Nur an diesem kleinen Teil, das sie verbindet, hängt das ganze Gewicht. Ja, ja. So, und hier haben wir eine kleine Geschichte mit einer Dame und einem Herrn. Ja, der behaarte Weidenblattkäfer. Das ist die Dame. Und sie frisst gerne Blätter. Ja, man sieht es gut. Ja. Sie war sehr hungrig. Ja. Und sie fressen nicht nur Blätter von Weiden, auch von Erlen, von Haseln oder von Pappeln. Also sind nicht wählerisch. Nein. Das ist der Herr. Und er wittert jetzt, da ist eine Dame in der Nähe. Ja, das wäre sie. Und jetzt wird er aktiv. Er muss die Richtung bestimmen mit seinen Fühlern. Woher kommt der Duft? Schon ganz nervös. Ja, und jetzt geht es den Blattstängel herunter. Er muss da bis ganz nach unten und auf der anderen Seite wieder ganz nach oben. Er hat vergessen in der Aufregung, dass er fliegen könnte, oder? Uiuiui. Ui, ui. Oh, nein, da wird nicht gefragt. Nein. Ja, er prüft jetzt, wo ist vorne, wo ist hinten. Und sagt, ich will. Und sie ist gelassen, oder? Ja, ja. Sie frisst weiter. Ja. Aber sie sagt nein. Sie hat ihr Hinterteil eingezogen. Sie will nicht. Nein, sie ist gar nicht interessiert. Ja, sie findet den Herrn irgendwie etwas aufdringlich, oder? Ja. Und sie hat eine Idee. Sie hat ein Loch gefressen und jawohl! Die Idee hat funktioniert. Der breche Kerl wurde abgestreift. Eine sehr schöne Fliege. Ja, eine Hornfliege. Ja, sie hat Hörner. Das sieht man sehr gut, ja. Und was frisst sie? Sie selber, das weiß ich gar nicht, aber die Larven, das sind Parasiten in Schnecken. Ja. Da haben wir schon unseren nächsten Schauspieler, das ist die Dame einer Blattpauch. Libelle, ja. Libelle. Ja. Sie zeigt uns, wie sie atmet. He? Ja. Es ist eine sehr schöne Libelle. Ja. Oder verdaut sie einfach. Sie hat einen Panzer rundherum
Außer hier unten ist er geteilt, damit sie das bewegen kann. Ne? Ja. Sie pumpt, aber ich habe gelesen, sie atmen eigentlich nicht mit einer Lunge, Nein, Insekten. sie haben ganz spezielle Mechanismen. Ja, das war. Der Mann. Er kommt wieder, das Männchen. Es ist blau. Eine Wipfelstachelwanze. Sie leben an Waldrändern. Wir haben sie nur einmal getroffen, ne? Ja, So so wie viele eine. andere auch. Ja, Ja. ja. Sie haben einfach auf dem Schildchen, sie haben etwa 100 Punkte auf so einem Schildchen. Sehr modisch. Ja. Und sie leben von Pflanzensaft und Beeren. Und sie können auch ein stinkendes Sekret absondern gegen Feinde. Wir waren keine. Nein. Nein, sie hat da nichts abgesondert. Sie war sogar interessiert. Ja. So, hier haben wir eine Dame beim Eierlegen. Ja, eine Schlupfwespe. Schlupfwespe, Ja. ja. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von diesen. Schlupfwespen. Ja. Und es sind wirklich Nützlinge. Hier sehen wir sie auf einer Distel. Ja. Schade ist, bei uns werden die Disteln im Wald immer umgehauen oder rausgerissen. Keine Ahnung, warum Ja, sie die sind nicht Waldarbeiter beliebt, das machen. ja. Aber die Disteln sind bei Insekten sehr beliebt. Naja. Also Rüsselkäfer und hier die Schlupfwespe und Fliegen und. Ja. Na, da unten war auch ein Rüsselkäfer. Sie versucht hier eine Lücke zu finden, um die Eier abzulegen. Ja, Ne? ja. Das, weil dieser Distel ist doch ziemlich hart. Ja. Und sie hat schon Mühe. Na, aber der Legebohrer ist so fein, dass sie eine. Dass hier eine ganz kleine Lücke genügt. Eine Ritze irgendwo. Da. Ja. Die Schlupfwespen, sie werden auch gezüchtet und in der Landwirtschaft eben eingesetzt. Oh. Für andere Schädlinge zu bekämpfen. Also, sie fressen andere Insekten oder sind Ja, es die Larven, die. ich denke, es sind die Larven. Ja, die Larven. Ebenso diese da, Ja. die Tigrina. Ja, sie heißt ja auf Lateinisch, ja, und auf Deutsch sagt man eine. Oh, jetzt habe ich es vergessen. Eine Raubhausfliege. Ja, auf Sie stiehlt Deutsch. Häuser. Habe ich gesehen. Nein, sie frisst einfach andere Fliegen oder Insekten. Ja, und gilt deswegen als Nützling. Ja, sie wird, glaube ich, gezüchtet und viel in Gewächshäusern eingesetzt. Und hier hat sie eine andere Fliege erwischt. Ja. Nun wird diese ausgesaugt. Ich habe keine Ahnung. Ja, und sie ist eigentlich klein, diese Fliege, nur etwa 6 mm. Ja. Aber erfolgreich, sie ist relativ dick. Ja. So, das war's. Bis später. Bis dann.